So that's our question tonight. Who is God? Das ist die Frage, um die es heute Abend geht. Wer ist Gott? And clearly you've all decided who God is. Und ihr habt alle offensichtlich schon beschlossen, wer Gott ist. So it looks as though we can have an early night. Also können wir bald ins Bett. Actually, it's a very, very vital question, isn't it? Who is God? Das ist eine sehr wichtige Frage. Wer ist Gott? Your whole Christian life depends on your answer to this question. Dein ganzes christliches Leben hängt daran, was die Antwort auf diese Frage ist. Your view of God, your understanding of God will shape the kind of Christian you will be. Dein Blickwinkel, dein Verständnis über wer Gott ist, entscheidet, wer du als Christ bist. If you appreciate something of the holiness of God, you'll have a desire to be holy yourself. Gott ist heilig, darum hast auch du das Verlangen, heilig zu sein. If you have an appreciation of the power of God, you might have much greater expectation in your Christian life. Wenn dir bewusst wird, wie stark und groß Gott ist, hast du auch eine Erwartung vielleicht, wie Gott eingreift in dein Leben. If you understand more of the mercy of God, it might make you a much, much more merciful person. Wenn du Gottes Gnade verstehst, bist auch du vielleicht gnädiger. But this, for many of us, is a particularly important question at this moment. Aber das ist eine wichtige Frage in diesem Moment. Because you've done something in recent days that only a small percentage of Christians will ever do. Ihr habt was getan, was wenige Christen jemals tun werden. You've left your homes. Ihr habt euer Zuhause verlassen. You've left your families. Eure Familien zurückgelassen. You've left your security. Many of you have left your jobs. Eure Sicherheit, eure Arbeit. And you've come to serve this God in a particular and special way. Und ihr seid gekommen, habt euch auf den Weg gemacht, diesem Gott zu dienen. And most of you are expecting that this God will provide for you in exceptional ways in the coming months and years. Und viele von euch erwarten, dass dieser Gott sich um euch kümmert auf einzigartige Weise. Who is the God you have chosen to serve in this way? Wer ist der Gott, dem ihr euch entschieden habt, so zu dienen? Who is the God you're expecting to provide for you in this amazing way? Wer ist der Gott, von dem ihr erwartet, dass er für euch sorgt? The last 6 months of my life, our family's life, have been the worst 6 months of our lives. Die letzten 6 Monate waren die schwersten Monate unseres Lebens. We faced issues, we faced questions as a family we never ever imagined we would ever have to face. Wir mussten uns Dingen und Problemen als Familie stellen, von denen wir nie erwartet hätten, dass sie uns mal. And we haven't been asking this question as a family in a quiet theological library. Und wir haben als Familie uns diese Frage gestellt. We've been crying out, who are you, God? Nicht leise und still, sondern wir haben laut geschrien, wer bist du, Gott? Are you really there? Bist du wirklich da? And if you are there, are you really interested in this world and in us? Und wenn du wirklich da bist, hast du Interesse an dieser Welt, an uns? And if you are interested, what kind of a God are you? Und wenn du interessiert bist, was für ein Gott bist du? Are you just? Bist du gerecht? It was very important for us to know as a family in the circumstances we were in, whether or not God was just. Für uns als Familie war das eine ganz wichtige Frage, ob Gott gerecht ist. Was he really a merciful God? Ist er wirklich ein gnädiger Gott? Was he faithful? Ein treuer Gott. Every morning I was reading the Psalms. Jeden Morgen habe ich die Psalmen aufgeschlagen. And I was weeping most mornings as I read the Psalms. Ich habe oft geweint. And I was saying, God, these are your promises. Can I trust them? Can I trust you? Ich habe gesagt, Gott, das sind deine Versprechen. Kann ich darauf bauen, darauf vertrauen? Kann ich dir vertrauen? Who are you, God? Wer bist du, Gott? I'm tired of platitudes. Ich bin müde von den einfachen Antworten. I'm tired of people who just quote verses they've learned to me. Ich bin müde, wenn Leute mir einfach nur Bibelverse zusprechen. I really need to know who you are. Ich muss einfach wissen, wer du bist. Whenever you find yourself asking that question, wenn ihr die Frage auch schon mal gestellt habt, you're in good company. Dann habt ihr gute That's not just because I've asked the question. Nicht nur, weil ich das gestellt habe. Many great men and women of God, far greater than me, have asked the same question. Viele große Männer und Frauen haben diese Frage gestellt. I want us to look at one man tonight who asked this question. Einen Mann wollen wir uns mal anschauen. And he didn't ask it in the quietness of theological library. Er hat es auch nicht in der Stille eines theologischen Bücherei gestellt. He asked it in the middle of the harsh realities of life and of serving God. Er hat es mittendrin in der Aktion und im Wusel des Lebens gestellt. This man is Moses. Dieser Mann ist Moses. A man who's seen the power of God. Ein Mann, der die
Kraft Gottes erlebt hat. He witnessed with his own eyes the plagues of Egypt. Er hat selbst erlebt, wie die Plagen über Ägypten hergebrochen sind. He received the Ten Commandments from God. Er hat die 10 Gebote von Gott erhalten. He'd actually been in the immediate presence of God. Er war in der direkten Gegenwart Gottes. This is what we're told in Exodus 19 and verse 20. 1. Mose 19, Vers 20. The Lord descended to the top of Mount Sinai. Der Herr ist erschienen auf dem Sinai. And called Moses to the top of the mountain. Und hat Mose gerufen. So God comes down. Gott kommt herunter. And says to Moses, I want you to come up. Und sagt and zu meet me. Mose, ich möchte, dass du zu mir hinaufkommst und mir begegnest. He'd actually spoken face to face with God. Er hat von Angesicht zu Angesicht mit Gott gesprochen. This is what we read in Exodus 33 and verse 11. Das lesen wir in 1. Mose 33, 11. What we're reading here took place in a tent. Das hat stattgefunden in einem Zelt. It's called the tent of meeting. Das Zelt der Begegnung. It was a tent just outside the camp where the Israelites were camped. Ein Zelt außerhalb vom Camp. And this tent was just there so that Moses could meet with God. Dieses Zelt gab's nur, damit Mose Gott begegnen konnte. Verse 11, the Lord would speak to Moses face to face as a man speaks with his friend. Der Herr hat mit Mose von Angesicht zu Angesicht gesprochen, so wie mit einem Freund. That had been the experience of Moses. Das war das Erlebnis von Mose. Called up to meet God on the top of the mountain. Er wurde hinausgerufen auf den Berg talking hinauf. Face to face with him in the tent of meeting. Angesicht zu Angesicht mit Gott gesprochen. Receiving the Ten Commandments from him. Die 10 Gebote hat er empfangen. But now Moses is in a terrible state. Mose ist jetzt in einem ganz furchtbaren Zustand. He's come down from the mountain, he'd been slightly delayed. Er kommt vom Berg runter, ist ein bisschen spät dran. And the people in his absence. Und die Leute in seiner Abwesenheit have turned away from the God he was leading them to follow. Haben sich abgewendet von dem Gott, dem sie folgen sollten. They become idolaters. Sie haben ihn verlassen. They're worshiping a golden calf image. Andere Götter, ein goldenes Kalb, haben sie angebetet. And Moses is disappointed. Und Mose ist enttäuscht. He's frustrated. Frustriert. He's disappointed with God. Enttäuscht auch mit Gott. Ever been there, disappointed with God? Das auch schon mal erlebt, mit Gott enttäuscht. And listen to what he says in Exodus 33, in Mose, 1. Mose 33, verse 12. Vers 12. Moses said to the Lord, you've been telling me, lead these people. Mose sagt, du hast diesen Leuten erzählt, but you haven't let me know whom you're going to send with me. Dass ich kommen werde, aber du hast nicht gesagt, wer mit mir gehen wird. You have said, I know you by name and you've found favor with me. Du hast gesagt, ich kenne dich beim Namen und ich habe Wohlgefallen bei dir gefunden. If you are pleased with me, wenn ich wirklich dir gefalle, teach me your ways, lehre mich deine Wege, so that I may know you. Damit ich dich kenne. Here's Moses, he's seen all this power of God, he's had these face-to-face meetings with God. Hier ist Mose, hat die Herrlichkeit Gottes erlebt. But in his disappointment, in his frustration, aber in seiner Enttäuschtsein, he cries out, I want to know you, God. Sagt er, ich möchte dich kennen, Gott. Who are you really? Wer bist du wirklich? This hasn't been the first time Moses had asked this question. Nicht das erste Mal, dass Mose diese Frage stellt. Back in Exodus chapter 3, he'd asked exactly the same question. Im Kapitel 3 stellt er genau die gleiche Frage. You remember the situation. Ihr könnt euch erinnern an die Situation. Moses is standing before the burning bush. Mose steht vor dem brennenden Busch. God is sending him on a job he doesn't want to go on. Und Gott schickt ihn zu einer Aufgabe, die er eigentlich nicht gerne machen möchte. Go to Egypt, the great power in the world of that time. Geh nach Ägypten, eines der größten, die große Weltmacht. Be involved in the release of my people from the bondage of Pharaoh. Sei Teil dessen, mein Volk zu befreien. He's nervous. Er hat Angst. He's feeling totally inadequate for the task. Er fühlt sich nicht wirklich fit für die Aufgabe. Anybody there this evening? Kann jemand das Gefühl nachvollziehen? You're wondering, what on earth have I got myself in for? Du fragst dich, was um Himmels Willen habe ich bloß getan? How did I get to this point? Warum bin ich hier? That's how Moses was feeling. So hat Mose sich gefühlt. I just don't want to do it, God.
Ich will es nicht wirklich machen, Gott. Have a little suggestion that you might send Aaron in my place. Könnte ich vorschlagen, dass du Aaron schickst an meiner Stelle? And Moses just hears one thing from God. Und Moses hört nur eine Sache von Gott. God doesn't go into a great discussion with him. Gott fängt nicht an, eine Diskussion zu führen. He just simply says, Moses. Er sagt einfach nur, Moses. I'll be with you. Ich bin bei dir. Do you need to know any more than that? Musst du noch was weiteres wissen? Whatever you've committed yourself to do, God says, I'll be with you. Egal, wozu du ja gesagt hast, well, Gott it's not sagt, enough for Moses. Das reicht Moses nicht. He wants a bit more. Er will noch ein bisschen mehr. Suppose I do go to the Israelites. Just suppose, God, I obey you. Also, just suppose I go to the Israelites. Falls ich das tun sollte, nur falls. And I say to them, the God of your fathers has sent me. Und ich sage, der Gott eurer Väter hat mich geschickt. They're going to ask me, aren't they? What is his name? What's the name of the God who sent you, Moses? Die werden mich fragen, ja, was ist denn jetzt sein Name? Whenever you come across the word name in the Bible, it speaks of the character of the person being named. Wenn es um einen Namen in der Bibel geht, dann geht es auch um den Hintergrund, den Charakter dieser Person. So they were really saying, who is this God who has sent you, Moses? Und die haben eigentlich gefragt, wer ist dieser Gott, der dich geschickt hat? What shall I tell them when they say, who are you? What shall I tell them? Was soll ich ihnen dann antworten? And then God says to Moses. Und sagt Gott zu Moses. These incredible words. Diese starken Worte. I am who I am. Ich bin, der ich bin. That's what you should tell the Israelites. Und das sagst du den Israeliten. I am has sent you. Ich bin hat dich gesendet. Endless pages have been written by theologians. Viele Seiten wurden geschrieben von Theologen. As to what these words mean. Über das Thema, was diese Worte bedeuten. The overriding thought appears to be the self-existence of God. Aber das über umspannende Thema scheint immer die Selbstexistenz. And because he's self-existent, he's absolutely unchangeable. Weil er selbst existiert, ist er unveränderbar. And so he continues. Und so geht's weiter. I'm the Lord, the God of your fathers. I'm the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Ich bin der Gott deiner Väter, Isaak, Jakob. I am who I am. Ich bin der ich bin. I am the eternal, unchanging God. Ich bin der ewige, sich nicht verändernde Gott. Who are you, God? Wer bist du, Gott? One thing we can be sure of tonight. Eine Sache, da können wir uns sicher sein. The God you were worshiping as you sang those great songs. Den Gott, den ihr angebetet habt mit diesen großen Liedern. The God you're going to be serving in the coming year and years. Dem Gott, den ihr dienen werdet im nächsten Jahr. Is the same God as you see revealed in the Bible. Ist der gleiche Gott, den ihr auch in der Bibel. He's the same God whom you saw as Jesus walked on this earth for 33 years. Derselbe Gott, den Jesus erlebt hat, als er auf der Erde war. He's an unchanging God. Er ist ein unveränderbarer Gott. The book of James says he doesn't shift around like shadows that move about. Er ändert sich nicht wie Schatten, die hin und her hüpfen. He will be today as he was yesterday. Er wird heute sein, wie er gestern war. And he will be tomorrow as he is today. Und er wird morgen so sein, wie er heute war. That's a crucially important thing to understand about God. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt über Gott. But let's go back to that second time that Moses asked this question. Lass noch mal zurückgehen zu der zweiten Mal, wo Mose diese Frage stellt. He's very frustrated. Er ist sehr frustriert. The golden calf. Das goldene Kalb. He smashed the tablets of stone. Er hat die Gebote zerschmissen. And he's crying out, I want to know you. Who are you really? Und er ruft Gott, ich will dich kennen. Wer bist du? And God's answer is in verse 6 of Exodus 34. Und im Vers 6, Kapitel 34 steht die Antwort. This is what he says to Moses. Da sagt er zu Moses. I'm the Lord, the Lord. Ich bin der Herr, der Herr. I'm the compassionate and gracious God. Ich bin ein gnädiger Gott. I'm slow to anger. Ich bin langsam. I abound in love and faithfulness. In meiner Wut und ich werde immer lieben und treu sein. I maintain love to thousands. Ich liebe Tausende. I forgive wickedness, rebellion and sin. Ich vergebe Untreue und Sünde. But aber I won't leave the guilty unpunished. Ich werde das Verbotene, die Sünde nicht unbestraft lassen. Punish the children and their children for the sins of the father. Ich bestrafe die Kinder to the third and the fourth generation. In die dritte und vierte Generation. Now remember, the God we're worshiping, the God we're serving tonight is the God who revealed himself to Moses thousands of years ago. There's been no change. Der Gott, den wir heute anbeten, ist der gleiche Gott, der sich Mose offenbart hat, ist kein anderer. This is a totally astonishing revelation of God. Das ist eine ganz überraschende
Offenbarung. Remember, Gottes. It's in the book of Exodus. Es steht im Buch Mose. What's the book of Exodus all about? Worum geht's in diesem Buch? God handpicks a man, Moses, to act as his deliverer, his mediator. Gott sucht einen Mann aus, ganz persönlich, und dieser Mann soll meditieren zwischen ihm und seinem Volk. He opens up the power of the heavens against the Egyptians in the Red Sea. Er öffnet den Himmel gegen die Ägypter für sein Volk. He brings heaven down to earth for the children of Israel. Er bringt den Himmel nach unten auf die Erde für seine Kinder. In the law, as he meets them in the tabernacle. Im Gesetz, wenn er ihnen begegnet im Zelt. And how do they respond? Und wie reagieren sie? Well, Moses just is delayed for a few days. Mose kommt ein paar Tage zu spät. And they turn completely against this God who's been so gracious to them. Und sie wenden sich ab von dem Gott, der so gnädig ist. They blaspheme his name. Ziehen seinen Namen durch den Dreck. And God is thoroughly angry. Und Gott ist wirklich sauer. Chapter 33 and verse 10. Vers 33:10. God says to Moses, "Leave me alone." Gott sagt zu Moses, lass mich alleine. So that my anger might burn against them. Damit meine Wut richtig brennen kann. I'm going to destroy them. Ich werde sie zerstören. And I'm going to make you, Moses, into a great nation. Und ich werde dich, Mose, in eine große Nation, ein großes Land verwandeln. See what he's saying? Hört ihr, was er sagt? I promised to make Abraham into a great nation. Er hat Abraham versprochen, eine große Nation zu werden. But I'm finished with this crowd. Aber es reicht mir jetzt. I'm going to start again. Ich fange noch mal neu an. I'm going to make you, Moses, into a great nation. Dich, Mose, du wirst der Mann sein. And yet that's not what happened, is it? Aber das passiert nicht. In incredible mercy and grace. In großer Gnade. This God who is so slow to anger. Dieser Gott, der so langsam ist. Who abounds in love. In seiner Wut. Turns away from destroying his people. Liebevoll ist, der nicht zerstören will. He restrains his anger. He deals with these people in mercy and grace. Er hält seine Wut zurück und er kümmert sich in Liebe. They deserve destruction. Sie verdienen. But he doesn't treat them as their sins deserve. Sie verdienen es, zerstört zu werden, aber er behandelt sie so, wie sie es verdienen. He treats them in mercy and kindness. In Gnade und Liebe kümmert er sich. And that's why we're here tonight, isn't it? Und darum sind wir hier heute Abend. That's certainly why I'm here tonight. Darum stehe ich hier heute Abend. If God had treated me as my sins deserve, wenn Gott mich so behandeln würde, wie es meine Sünden verdienen, I would have been destroyed long since. Ich wäre schon längst zerstört. I stand here as an exhibit of the reality of the mercy and kindness of God. Ich stehe hier als Beispiel dessen, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Who is God? Wer ist Gott? I am who I am. Ich bin, der ich bin. The eternal, unchangeable one. Ewig, niemals sich verändert. God who reveals himself to Moses. Gott, der sich Moses offenbart. Grace, mercy, faithfulness. Gnade, Treue. Is the God we worship and serve. This evening. Das ist der Gott, den auch wir anbeten heute. Now let's rush forward a little bit. Mal ein bisschen weiter. And let's come up in relationship with the Lord Jesus Christ. Und lass uns die Beziehung mit Jesus anschauen. Let's meet him. Lass uns ihm begegnen. Because anybody who might know who God is, weil jeder, der weiß, wer Gott ist, is surely Jesus. Der kennt auch Jesus. He spent eternity with the Father. Jesus hat die Ewigkeit. He is God, the second person of the Holy Trinity. Mit Gott verbracht. Er ist Teil der Dreieinigkeit. Let's ask Jesus, who is God? Lass uns Jesus fragen, wer ist Gott? Jesus, I'll tell you a story. Er erzählt eine Geschichte. There was a father who had two sons. Es gab einen Vater, der hatte zwei Söhne. And the younger of the two said, "Dad, I want my inheritance." Und der Jüngere sagt, Vater, ich will mein Erbe. Dad was a landowner. Und der Vater war ein Landbesitzer. All of his wealth was in his land. All sein Besitz lag in seinem Land. To divide his inheritance was like saying to Dad, "I want you dead." Das Erbe aufteilen war eigentlich dem Vater zu sagen, ich möchte, dass du tot bist. It was the worst thing a son could ever say to his father. "I want you dead. I need my inheritance now." Absolut grausamste, was man einem Vater sagen konnte. Ich will eigentlich, dass du tot bist. Ich will jetzt mein Erbe. The father doesn't object. Der Vater sagt nichts dagegen. He gives his son what he asks for. Er gibt, worum er gebeten Off he wurde. Goes, you know the story. Und los geht's. Ihr kennt die Geschichte. He spends it pretty quickly. Er gibt alles aus. And he's sitting in a field. Und er sitzt im Feld. Feeding some pigs. Füttert die Schweine. In a very desperate state.
und es geht ihm ziemlich bescheiden. And he thinks, what am I going to do? Was mache ich jetzt? I tell you what. I'll go back to my father. Ich glaube, ich gehe zurück zu meinem Vater. But I wonder how he'll receive me. Aber ich frage mich, wie er reagieren wird. I really blew it with him, didn't I? Ich habe es echt. Fancy asking my dad to give me his inheritance. Stell dir vor, ich habe meinen Vater gefragt, mir sein Erbe, mein Erbe auszuzahlen. And fancy blowing it all so quickly, all that he's worked his life for, I've just blown it. Stell dir vor, und ich habe es einfach nur mit vollen Händen ausgegeben, es ist weg. How is he going to receive me? Wie wird er mich aufnehmen? I'll have to think carefully about how I go home. Ich muss mir echt genau überlegen, wie ich nach Hause komme. This is what I'll do. So werde ich es machen. When I get back to the front door, wenn ich zum Eingang komme, and I knock and Dad comes, und ich klopfe und mein Vater macht die Tür auf, I know you're not expecting to see me. Dann werde ich sagen, ich weiß, du erwartest mich nicht. There's no chance I could ever come back as a son into your home. Klar, gibt keine Chance, dass ich bei dir wieder auftauche. Not after all I've done. Geht gar nicht. But is there any chance of just being a servant in your house? Aber könnte ich in deinem Haus als Diener arbeiten? So he works out his speech. Und er überlegt sich seine Rede. And he finally sets off for home. Und endlich macht er sich auf den Weg. The closer he gets, desto näher er nach Hause kommt, the more nervous he becomes. Desto nervöser wird er. What's Dad gonna say? Was wird jetzt mein Vater sagen? What's he gonna do? Was wird er tun? Do you remember that elder brother of mine? Weißt noch, der große Bruder von mir? He was a really hard case. Der ist auch ein ziemlicher harte Nuss. Can't imagine what he might think of what I've done. Kann mir nicht vorstellen, was der denkt oder tut. And then he turns the final corner. He knows the house is just around the corner. Und dann geht er um die letzte Ecke. Er weiß, das Haus liegt gleich um die Ecke. And he doesn't have to knock the door. Und er muss nicht mehr anklopfen. Because his dad is waiting. Weil sein Vater wartet. Looks as though he's been waiting an awful long time. Sieht so aus, als ob er schon ziemlich lange wartet. And then he sees something so unusual in the Middle East. Und dann sieht er etwas ganz ungewöhnlich. He sees his father, an older man, running. Er sieht seinen Vater und der rennt. Running to meet him. Rennt auf ihn zu. They meet. Sie treffen sich. The son begins. Der Sohn fängt an. Father, I've sinned against heaven. Vater, ich habe mich versündigt. Against you. Gegen den Himmel, gegen I'm no longer. And he can't get any more words out. Ich bin nicht mehr dein, aber er kann nichts weiter sagen. The father's all over him. Der Vater hat sich um ihn rumgewickelt. He can't open his mouth to speak because dad's kissing him. Er kann nichts mehr sagen, weil sein Vater küsst ihn. When he finally comes up for air, als er endlich wieder Luft kriegt, he tries to continue with his speech. Versucht er weiterzureden. But dad is still in the running mode. Aber der Vater hat immer noch die Oberhand. He calls the servants. Er ruft seine Diener. Get a robe for him. Holt ihm einen Umhang. Put a ring on his finger. Einen Ring an seinen Finger. And don't forget the sandals. Und nicht die Schuhe vergessen. And the son says, sandals, dad? Und der Sohn sagt, Sandalen. Sandals for me? Für mich? Servants are always barefoot in the home. Diener sind immer barfüßig im Haus. What are you doing? Giving me sandals. Was soll das? Mir Schuhe? That's how Jesus introduces his father to us. So stellt Jesus uns seinen Vater vor. These are not the words of a theologian. Das sind nicht die Worte des Theologen. These are not the words of a preacher. Nicht die eines Predigers. These are the words of Jesus. Die Worte von Jesus. Who surely knows the Father. Der wirklich den Vater kennt. That's who you're worshiping. Den beten wir an. That's who you're serving. Dem dienen wir. A running Father. Einem Vater, der auf uns zurennt. Running to meet us the moment we turn towards him. Der uns begegnen will in dem Moment, wo wir um die letzte Receiving Kurve kommen. Receiving us completely. Der uns total aufnimmt. He says, kill the fatted calf. Er sagt, bring das Kalb um. The calf which probably had been kept for the most special occasion. Das Kalb, das aufbewahrt wurde für diesen speziellen Moment. Maybe his golden wedding anniversary. Vielleicht war der eigentliche Plan die But we won't wait. Kill it now. Wir werden jetzt nicht mehr warten, wir wollen es jetzt schaffen. And let's have a party. Und dann lass uns feiern. Did you know God was interested in parties? Kennt ihr einen Gott, der Spaß hat an Feiern? A very noisy party. Und an lautem Feiern? The elder brother is out in the field. Der ältere Bruder ist im Feld draußen. But he hears the noisy party that his father has organized. Und er hört den Lärm,
I hope you're worshiping a God who gets involved in noisy parties. Und ich hoffe, dass auch euer. That wasn't the God I grew up to believe in as a child in my rather legalistic church. Dass euer Anbeten auch laut werden kann. Das ist nicht der Gott, den ich kennengelernt habe in meiner Gemeinde, als ich aufwuchs. The last image I would have had of God in those days was of a God who threw parties. Das war das allerletzte Bild in meinem Kopf, ein Gott, der Partys schmeißt. This elder brother is a bit of a character, isn't he? This elder brother is a bit of a character. Der ältere Bruder war ein bisschen interessanter Typ. He doesn't like what's going on. Der mag nicht, was passiert. Fancy killing that fatted calf for him. Stellt euch mal vor, man schlachtet ein gemästetes Kalb für ihn. He's blown everything and he gets the fatted calf. Der hat alles zum Fenster rausgeschmissen und er bekommt noch das Kalb. So he comes to his father and he says, I've done everything you've ever asked me to do. Er kommt zu seinem Vater und sagt, ich habe alles gemacht, was du mir wolltest. Never mind the fatted calf. Du hast mir nicht mal eine Ziege gegeben, geschweige denn das. You see why he was serving his father, by the way. Wisst ihr, warum er so sauer war auf seinen Vater? He was serving his father for what he would get. Er wollte wissen, was er von ihm bekommen könnte. He thought his father owed him something. Er dachte, sein Vater müsste ihm eigentlich was geben. 10 years ago, my son was very, very seriously ill. Vor 10 Jahren war mein Sohn sehr, sehr krank. I lay beside him on a hospital bed, thinking I was laying with him for the last half hour of his life. Ich lag neben ihm auf dem Krankenhausbett und dachte, das ist die letzte halbe Stunde seines Lebens. You know what I was saying to God? Und wisst ihr, was ich da gesagt habe? Just what the elder brother was saying. Zu Gott, genau das, was der ältere Bruder gesagt hat. Father, I've served you. Vater, ich habe dir gedient. I've given my life for you. Ich habe mein Leben dir gegeben. You can't take away my son. Du kannst meinen Sohn nicht nehmen. I deserve better than that. Ich verdiene besser. I was saying to God, you owe me. Ich habe zu Gott gesagt, ich verdiene, von dir belohnt zu werden. Exactly what the elder son was saying. Genau wie der ältere Sohn. What does the father do? Was tut der Vater? The son refuses to come to the party. Der Sohn sagt, ich komme absolut nicht zur Party. Great shame for his dad. The whole neighborhood was in, but the elder brother wouldn't come in. Große Schande für den Vater. Die Nachbarschaft ist da, alle schauen zu. What does he do? Was macht er? The father has gone out for the returning prodigal. Er geht raus zu seinem goes verlorenen out Sohn. Again. Er geht wieder raus. For the real prodigal in the story. Für den wirklich verlorenen Sohn. And he says, "Come on, son, come in to the party." Und er sagt, komm rein zum Feiern. That's how Jesus reveals God, his Father, to us. So stellt uns Jesus seinen Vater vor. And remember, he's the unchanging God. Er ist der Gott, der sich niemals verändert. If that's how Jesus presented him then, that's how he is today. Wenn Jesus ihn damals so vorgestellt hat, dann ist er auch heute noch so. But I can't stop there, even though I should. Ich kann da jetzt nicht aufhören, auch wenn ich das eigentlich Because sollte. It would be unfaithful to scripture to stop there, and you can't be unfaithful to scripture, can you? Weil das wäre untreu dem Wort Gottes gegenüber, und das ist nicht Because gut. That's not everything God said when he revealed himself to Moses. Weil das nicht alles ist, was Gott gesagt hat, als er sich Mose offenbart hat. He did say he was compassionate and gracious, slow to anger and so on. Er hat gesagt, er war langsam im Strafen, But he also said this. Aber er hat auch das hier gesagt. Yet he does not leave the guilty unpunished. Where are you? I'm in Exodus 34 and verse 7. 34 Vers 7. He does not leave the guilty unpunished. Er lässt die straft. He punishes the children and their children for the sin of the fathers to the third and fourth generation. Er straft die Kinder, er lässt sie nicht ungestraft bis ins dritte und vierte Glied. You can see how desperately, desperately dangerous the sin of idolatry is. Ihr seht, wie gefährlich die Sünde ist. It can affect you, but the consequences of idolatry can even be experienced in the next generation and in the generation after that. Wenn man fremd geht, kann das sich in die nächste und übernächste Generation weiter übertragen. You know, I love this about God. Ich liebe das an Gott. I love it as much as when he says, I'm gracious and compassionate and slow to anger. Ich liebe es genauso viel, wie wenn er sagt, ich bin gnädig. I love the fact that God is just. Ich liebe es, dass Gott gerecht ist. I love the fact that he punishes sin thoroughly and completely. Und ich liebe es, dass er Sünde bestraft in ihrer Ganzheit. Could you worship a God who treated Mother Teresa and Pol Pot in the same way? Could you worship a God like that? Könntet ihr einen Gott anbeten, der Mutter Teresa und irgendjemand von der Straße gleich behandelt? I want a God of justice.
Ich möchte einen Gott, der gerecht ist. I want a God who punishes sin. Ich möchte einen Gott, der Sünde bestraft. I can trust a God like that. Ich kann so einem Gott vertrauen. You see, some people say, why is there all this suffering in the world today? Viele Leute sagen, warum gibt es dieses Leiden heute in der Welt? Why doesn't God just come and put an end to it all? Warum kommt Gott nicht einfach und bringt dem Ganzen, setzt dem Ganzen ein Ende? And the Bible is very clear about that. Und die Bibel gibt da eine gute Antwort drauf. In 2. Peter chapter 3, 2. Petrus 3, and verse 9, we read, the Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Da lesen wir, dass Gott nicht langsam ist, seine Versprechen einzuhalten. So it seems to some people that God is rather slow in keeping his promise to return and put wrongs right in the world. Manche denken, Gott ist langsam und kommt nicht rechtzeitig wieder, um die Dinge richtig zu stellen in der 2000 years and he still hasn't come. 2000 Jahre und er ist immer noch nicht wieder aufgetaucht. All this evil, all this injustice, all this suffering, why doesn't God intervene? All das Leiden, die Ungerechtigkeit, warum greift He's er nicht ein? He's not slow concerning keeping that promise, as some understand slowness. Er ist nicht langsam im Sinne von, wie manche das verstehen würden. He's being patient with you. Er ist geduldig. He doesn't want people to perish. Er will, dass keiner verloren geht. He wants everyone to come to repentance. Er möchte, dass jeder. But the day of the Lord will come. Er möchte, dass jeder Vergebung erfährt, aber der Tag des Herrn wird kommen. Thank God for that. Dank dem Herrn dafür. Thank God as much for that as for his mercy and his love. Dank dem Herrn genauso viel dafür wie für seine Liebe und seine Gnade. The day of the Lord will come. Der Tag des Herrn wird kommen. Sin will be punished. Sünde wird bestraft. I can trust a God with this character. Ich kann einem Gott vertrauen. Who is God? Wer ist Gott? It's a big question, isn't it? Ist eine große Frage. Especially in our circumstances. Gerade in unseren Umständen hier. We've left much behind. Wir haben viel zurückgelassen. To serve God with OM. Um Gott mit OM zu dienen. We're expecting him to provide for us. Wir möchten erwarten Großes von ihm. Can we trust him? Können wir ihm vertrauen? Absolutely yes. Absolut ja. Will he do everything you want him to do? Wird er alles tun, was du gerne möchtest? Absolutely no. Absolut nicht. He's a completely mysterious God. Er ist ein mysteriöser Gott. His ways, they're so much higher than our ways. Seine Wege sind so viel höher als unsere Wege. His desires, they're so often so different from your desires. Sein Verlangen wird ist immer so anders als unseres. So he won't do what you expect. Er wird nicht das tun, was du erwartest. He won't do things as you would do them if you were he. Er wird die Dinge nicht so tun, wie du sie tun würdest, wenn du er wärst. He'll always do them his way. Er wird es immer auf seine Art machen. And his way is perfect. Und sein Weg ist perfekt. It might not feel like that in a moment of time. Fühlt sich vielleicht nicht so an in so einem Moment. But in eternal terms, his way is perfect. Aber im Ewigkeitsblickwinkel sind seine Wege perfekt. You can go into the year ahead, du kannst in dieses neue and Jahr into the rest of your life ahead, steigen in dein ganzes totally Leben. Trusting total vertrauend this eternal, unchangeable God. Diesem ewigen, sich nicht ändernden Gott. He's not safe. Er ist nicht sicher. If you want something safe, in human terms, wenn du was Sicheres willst im menschlichen, this isn't the life you should choose. Denken, dann solltest du nicht dieses Leben wählen. You're going to have huge, huge shocks and surprises in the coming years. Ihr werdet einige große Überraschungen und auch Schocks haben in den nächsten Jahren. I say again, he won't do it the way you would expect it to be. Er wird es nicht so machen, wie du erwartest. He won't say yes to all your cries. Er wird nicht ja sagen zu all deinen Ausschreien und Rufen. But he is the God of Moses. Aber er ist der Gott Mose. He is the God revealed to us by his own son Jesus. Er ist der Gott, den Jesus uns vorgestellt hat. And wherever you find yourself, egal wo du dich gerade wiederfindest, you can always come home. Du kannst immer nach Hause kommen. And you'll always meet a loving Father. Und du wirst immer einen Vater vorfinden, der dich lieb hat. Who says, yes, you've blown it. Der sagt, ja, du hast es mal wieder nicht gepackt. I've found human beings do that regularly. Ich habe den Eindruck, die Menschen machen das regelmäßig. But the party's still running. Aber wir feiern noch. Don't stay outside, come in. Bleib nicht draußen, komm rein. And sup with me, eat with me. Und ess mit mir, sei That's mit his mir. Invitation in Revelation 3, verse 20. Und das ist die Einladung, die er in der Offenbarung ausspricht. Come and eat with me. Come and fellowship with me. Come and party with me. Komm, ess mit mir, sei mit mir, hab Gemeinschaft.
your God and Father. Du bist dein Gott und dein Vater. Let's turn to him for a moment of prayer. Lasst uns beten. Lord, how can I speak about you adequately? Vater, wie kann ich über dich reden in einer richtigen Art und Weise? I can never do that, Lord. Ich kann das nicht, Herr. But I've tried my best with the help of your Holy Spirit tonight just to show from your scripture some of the wonderful facets of your character. Aber ich habe es versucht, so gut ich konnte mit den Fähigkeiten, die du mir gegeben hast in deinem Wort. And Lord, I do pray my brothers and sisters here will really be able to grasp some of these truths about you. Und ich bete, Vater, dass meine Brüder und Schwestern hier die Wahrheit über dich wirklich begreifen können mit ihrem Herzen. They won't just remain words in a book. Dass es nicht nur Worte sind, die in einem Buch stehen. Or aspects of theology in a systematic theology. Oder eine systematische Theologie. But Lord, they'll be living reality to us. Aber dass es eine lebendige Realität ist in unserem Leben. We'll experience your mercy. Dass wir deine Gnade erleben, erfahren. We'll experience your righteousness and your compassion. Dass wir deine Gerechtigkeit und dein. We'll know you in the sense of walking with you. Dass wir dich erleben dürfen, mit dir gehen dürfen. Throughout our lives. In unserem ganzen Leben. We worship you together in Jesus' name. Wir beten dich an in Jesu Namen. Amen.